Veröffentliche ich meine Songs als Singles oder doch lieber als ganzes Album? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Dann schauen wir uns also mal an, was nun für dich am besten ist, weil so schwarz-weiß ist es dann ja doch nicht. Naja, eigentlich schon, oder? Jahu! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Ich mache jetzt seit 30 Jahren Musik und bin dazu auch gern noch ein Erklärbier. Optimale Kombi für euch, wenn ihr mehr über meine Arbeitsweise zu Musik, DistroKid und Cakewalk erfahren wollt. Also gleich den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Wieder Marcel heute. Also, Single oder Album? Diese Entscheidung ist von mehreren Faktoren abhängig. Zum einen haben wir dort die Zielgruppe. Wer soll deine Musik denn hören? Willst du deine Musik überwiegend online vertreiben, also per Streaming und oder Download auf, keine Ahnung, Spotify, Apple Music, iTunes, dann sind Singles wohl die beste Wahl. Weil unser Hörverhalten hat sich im Laufe der Jahre ganz schön verändert. In meiner Jugend, in den 90ern, gab es so eigentlich drei Möglichkeiten, Musik zu hören. Auf irgendwelchen Events, also in der Disco oder auf einem Konzert, im Radio und Fernsehen oder du bist in den Laden gegangen und hast dir eine CD, Schallplatte, Musikkassette oder so gekauft. Und eine Single-CD kostete so um die 10 D-Mark, also 5 Euro, ein Album 20 bis 30 Mark. Eine Single hatte einen Song drauf und von dem ein paar Remixes oder andere Versionen. Und ein Album, ja wie heute auch, oder ein Album mit mehreren Songs der gleichen Band. Da hat man beim Albumkauf schon die Kosten pro Song erheblich verringern können. Zu Hause habe ich mir dann die CD eingelegt und habe die dann durchhören können. Wollte ich eine andere Band hören, dann CD aus dem Player raus, CD in die Hülle, neue CD aus der Hülle in den CD-Player und Play drücken. Da hast du dich noch bewusst dafür entschieden, die Songs einer bestimmten Künstlerin zu hören. Und das macht heute fast keiner mehr. Heute gehe ich auf Spotify oder irgendeinen anderen Streaming-Dienst, lass mich da von irgendeiner vorgeschlagenen Playlist berieseln oder hör mir eine neue Nummer von der Band an, die mir Spotify aufgrund meines persönlichen Hörverhaltens präsentiert. Songs sind heute auch gerne unter 3 Minuten und haben nur noch einen Höhepunkt, damit der Song auch immer wieder gestreamt wird. Dauerschleife bringt heute Geld, keine langen Nummern. Und wenn da mal jemand in mein Album reinhört, nimmt sich der auch selten Zeit dafür. Erster Song, langweilig, nächster Song. Langweilig, nächster Song. Naja, nicht schlecht, aber schauen wir mal, was sonst noch drauf ist. Nächster Song. Ja, da wird halt so lange geskippt, bis ein Song-Intro tatsächlich berührt. Ansonsten, nächster Track. Und wenn einer mal gefällt, dann kommt er in eine persönliche Playlist. Der Song, nicht das Album. Aber trotzdem, machen wir jetzt mal ein Album. Dein erstes Album. Ist übrigens einer der Trennungsgründe bei Bands. Aber dazu gleich mehr. Dieses Album kannst du selber aufnehmen und abmischen? Wenn nicht, dann kannst du schon mal ein paar tausend Euro zur Seite legen für die Produktion. Also alle Instrumente aufnehmen, abmischen und mastern lassen. Dann solltest du an Werbung denken und da rede ich nicht von Flyern. Heute machen wir Online-Werbung auf sozialen Medien. Die sollte ansprechend und nicht zu lang sein. Ja, um kurz und knackig ein ganzes Album mit über 10 Songs zu präsentieren, wird halt auch schon schwierig. Wer es nämlich clever anstellt, analysiert das Klickverhalten seiner Viewer und kann somit die passende Zielgruppe für seine Songs finden. Und das ist bei einer Single viel einfacher. Aber trotzdem Album. Wir können den Song aber auch anders bewerben. Wir können diesen pitchen. Und damit meine ich nicht die Tonhöhe verstellen, sondern wir haben die Möglichkeit, den vor Veröffentlichung zum Beispiel dem Spotify Editorial Team vorzustellen. Im Endeffekt sind es die Menschen, die die Playlists bei Spotify machen. Geht zum Beispiel super easy mit DistroKid. Und wenn der Song bei derjenigen Person gut ankommt, wird diese in die Playlist aufgenommen und das bringt Reichweite, meine Lieben. Und jetzt kann ich alle meine anderen Songs im Album... Nee, stopp.
Jetzt kommt nämlich der nächste Haken beim Album. Pro Release, also pro Single oder pro Album, kann ich nur ein Song pitchen. Ja, und welcher Song soll es werden? Gute Frage. Ihr wisst vorher überhaupt nicht, ob der gut ankommt oder nicht. Und wenn es dann der falsche war, ist bereits das ganze Pulver verschossen. Alle anderen Songs im Album könnt ihr nicht mehr pitchen. Ja, schade. Aber ist ja nicht so schlimm. Ihr macht ja noch bestimmt eine CD mit dazu, oder? Da legt ihr euch dann nochmal einen Tausender auf die Seite. Die Songs müssen für den CD-Standard nämlich unter Umständen umformatiert werden. Es muss ein CD-Master mit der richtigen Software erstellt werden und das macht alles zusätzliche Arbeit. Dann die CD produzieren, aber vorher noch eine CD-Herstellungsmeldung bei der GEMA beantragen und natürlich noch jemanden fürs Artwork engagieren, der Ahnung von Printmedien hat, auch ganz wichtig. Vielleicht auch noch eine Agentur dazu, die ein paar Pressemitteilungen über euch in irgendein Magazin druckt. 100 CDs verschickt ihr natürlich gleich als Bemusterung an alle Radios und am Ende kommt der lang ersehnte Erfolg. Nicht. Und spätestens jetzt trennen sich viele Bands, weil der Weg bis dahin war nämlich ein Mordsstress, allein schon die Aufnahme. Bei der Hälfte der Songs war der Drummer zu unvorbereitet, die Bassistin am Tag davor besoffen und von der singenden Diva möchten wir gar nicht erst reden. Na, und nach viel Extraarbeit und Melodyne ist dieser dann endlich vorzeigbar. Jeder in der Band hört's durch und in jedem Song findet sich einer zu leise oder hat irgendwas anders auszusetzen. Jeden, dem man's vorspielt, hat irgendeinen scheiß Tipp, wie man's besser macht. Also muss alles nachgewässert werden. Warum leiert es so? Ja, und dann, ich hab so das Gefühl, das Metronom hat geschwankt und nicht ich. Ja, mit Mühe und Not wird das Album fertig und irgendwie hat aber jetzt schon keiner der Anwesenden mehr Bock drauf und eigentlich ist jeder nur froh, dass er den anderen erstmal nicht mehr sehen muss. Und jeder hat so 1000 Euro ausgegeben und erhofft sich nun endlich den großen Erfolg, der meistens nicht kommt und zack, Band getrennt. Okay, war jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber spulen wir doch mal zurück und konzentrieren uns auf eine Single. Die Band sucht sich also einen, Betonung auf einen Song aus und übt diesen, bis er richtig sitzt. Und nur eine Nummer ist schon mal viel weniger Stress. Und wenn der dann wirklich gut funktioniert, dann geht ins Musikstudio oder nehmt den selber auf und lasst den abmischen oder mischt ihn selber ab. Beim Entscheidungsprozess, wie der Song klingen soll, gibt es dann auch viel weniger Chaos als bei vielen Liedern. Und hört auf, den Song eurer Mom vorzuspielen. Ihr dürft nicht vergessen, jeder Mensch hat seine eigene Weltanschauung. Wenn ihr in der Band zusammen einen Song macht, dann habt ihr was Gemeinsames, was euch kollektiv begeistert. Sei es der Sound oder das generelle Zusammenspiel. Gleiches gilt natürlich für euch SolokünstlerInnen da draußen. Andere können dieses Gefühl nicht nachempfinden. Was dir bei bestimmten Sounds Gänsehaut macht, lässt den nächsten eiskalt. Seid euch also innerhalb der Band einig und lasst euch nicht von außen beeinflussen durch irgendwelche Klugscheißereien von Leuten, die so überhaupt keine Ahnung von Musik haben. Hört lieber auf euer Bauchgefühl als auf Onkel Gescheithaferl, der zwar null Ahnung von Musik hat, aber ganz genau weiß, was die Vocals brauchen. Wenn ihr euch bei irgendwas nicht einig seid, wendet euch an euren Mixing Engineer. So, Song ist also fertig, jetzt erstellen wir noch ein Artwork und jetzt wird die Single beworben. Gleichzeitig wird der Song bei Spotify gepitcht, Werbung auf sozialen Medien schalten, Posts, Stories, alles fokussiert auf einen Song. Und ich könnte jetzt noch viel weiter ins Detail gehen, um wie viel effektiver es ist, Werbeerfolge von einem Song zu analysieren, deren Reichweite, Fans etc. Wie kommt euer Musikstil an? Welche Leute reagieren mit Klicks auf diese Nummer? Welche Hörtypen speichern meinem Song auf Spotify? Ja, und apropos Spotify, die meisten HörerInnen eures Songs sind nicht mal Fans. Die finden den einen Song von dir geil, weil er heute vorgeschlagen wurde und speichern den in ihrer persönlichen Playlist ab. Und wenn du Glück hast, abonnieren sie dich und kriegen dann beim nächsten Release gleich eine Benachrichtigung.
Jetzt habt ihr also schon wertvolle Erfahrungen sammeln können und diese kann ich nun in die Veröffentlichung der nächsten Single stecken. Weil ich weiß ja jetzt schon ungefähr, was gut ankommt und was nicht. Und so kann ich von Single zu Single dazulernen und mich verbessern. Die Kosten sind pro Kopf in der Band wesentlich erschwinglicher und überschaubarer als ein Song und es stresst nicht so wie zum Beispiel 10 Songs. Und mit Singles unterhalte ich meine Fanbase langfristig, indem ich alle paar Monate zum Beispiel einen neuen Song rausbringe. Aber irgendwie kribbelt es dann doch so ein bisschen, wenn man an ein Album denkt. Wer Musik selber macht, schreibt ja Geschichten. Und da ist es ja auch logisch, dass man aus seinen Geschichten ein Gesamtwerk machen möchte. Und hier sind wir auch schon bei einem Grund, doch ein Album zu machen. Nämlich für einen selber. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Wer die nötige Kohle übrig hat und sich seinen Traum verwirklichen will, der soll das durchaus tun. So ein Album kann nämlich auch eine hervorragende Eigentherapie sein. Was ist besser, als seine Gefühle mit Musik auszudrücken? Auch kann so ein Album ein echter Fanservice sein. Das ist aber dann für die Superfans. Die freuen sich dann umso mehr, wenn sie ein unterschriebenes Album in ihren Händen halten. Ich sag ja, Therapie. Wer also Geld mit seiner Musik verdienen will, ist mit Singles wesentlich besser beraten. Und wem Profit total egal ist, der möge beherzt zur Albumproduktion greifen, inklusive Pressung. Verschenkt es doch alle. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus. Ja, ein Song von uns törichten Jungs haben wir hier und darunter gibt es noch ein Video, wenn ihr mit der kostenlosen Software Cakewalk eure eigene Musik machen wollt. Ja, von mir war es.